Servus zusammen, hier ist Christian Schlegel. Es ist 10.25 Uhr am 8. September. In diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones oder wie er liebevoll auch genannt wird, der doofe Jonas. Es gibt so ein paar Sachen, da muss man aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen. Diese Linie, die nehme ich mal auf das All-Time-High. Auffallend ist, wir hatten schön die 29 mal touchiert, zweimal oberhalb des Bandes, sogar drüber geschlossen. Ich mache es noch ein bisschen größer. Und dann sind wir erstmal abgesoffen. Ja, mit Nasdaq und allem drumherum. Was mir auffällt, ist, die Bänder sind nach wie vor extrem eng. Wir sind hier beim unteren 27.415 und das obere ist knapp unter 29.000 bei 28.940. Ich behaupte nach wie vor, da passiert irgendwas. Lag allerdings mit dieser Aussage auch recht schief hier. Ich habe gedacht, der geht schon vorher aus dem Chill-Modus raus, verabschiedet sich aus den Ferien und wird mal ein bisschen agiler. Aber nö, macht er nicht. Also die Bänder sind sehr eng. Wir sind nur etwas über der 200-Tage-Linie, die ist bei 26.324. Aber was mir auffällt ist, der Trendfolger MACD ist jetzt sowohl auf die traditionelle Sichtweise als auch auf die moderne Weise negativ. Das Momentum, was der Oszillator empfangen hat oder erfahren hat vielmehr, ist nach wie vor im Gang. Das heißt, ich glaube, dass wir in den nächsten paar Tagen weiter eher mal gen Süden gehen sollten und hoffe, dass wir bei der 27.471 halten. Im Moment sehe ich keinen Anreiz, irgendwas zu kaufen. Es ist verführerisch, jetzt muss er wieder rausnehmen hier. Wir sind ganz nah am All-Time High. Und es ist sehr verführerisch zu sagen, oder gehen wir jetzt drüber. Muss nicht sein. Eigentlich ist dieser Absturz, dem folgte eine relativ langgezogene Seitwärtsphase. Das ist eigentlich nicht gut. Aber eigentlich ist das verlogenste Wort der deutschen Sprache. Wie dem auch sei, man muss aufpassen. Ich sehe momentan keinen echten Handlungsbedarf. Den hätte ich erst über dem High von 29.000, sagen wir mal 700 mit ein bisschen Abstand. Und wenn wir diesen Punkt hier bei 25.921 unterbieten. Vorher ist das ein Hin- und Hergeschiebe, was mich jetzt nicht unbedingt zu irgendeinem Aktionismus treibt. Geduld ist eine der wichtigsten Sachen an der Börse und die muss ich haben. Denn wenn ich jetzt hier was kaufe, kann der von mir absaufen. Wenn ich jetzt das verkaufe, geht er hoch. Das ist eine 50-50 Chance, das versuche ich nicht zu handeln. Ich habe euch mal ein paar Scheine mitgebracht, die man zumindest auf die Watchlist legen kann. Der eine ist ein 25.873er. Da sind wir hier drunter. Ja, hier ist 25.921, da sind wir hier ungefähr da. Also unterhalb der 200-Tage-Linie und unterhalb von diesem kleinen Zwischentief. So ein Schein wäre nur für den Fall gedacht, dass wir wirklich das Hoch hier rausnehmen. Das ist, ich hole es nochmal hoch, also ein 25.873er, momentan ein 12er Hebel. Endlos, sprich Open End von Goldman mit der Kennnummer GC8XNL, X Nordpol Ludwig. Und jetzt gucken wir mal nach einem Put. Ich würde einen Put auch nur hinter das All-Time High legen. Ja, da sind wir also ganz grob bei 29.638. Und deswegen gehe ich hier mit dem Hebel ein bisschen hoch und habe dann sowas hier, 29.993. Das ist ein 16er Hebel, ebenfalls unlimitiert. Das hat die Kennnummer, dieser Schein, die GB9 Dora Paula 9, GB9 DP9. 29.993, der ist aber auch nur dafür gedacht, wenn wir hier drunter gehen, ja, unter diese 25.900 Schnickschnack. Es ist hier keine Entscheidung getroffen, aber auch hier kann ich nur sagen, die Wahl kommt bald. Das sind jetzt nur noch 8 Wochen. Da wird der ein oder andere Favorit der Wahlen mit Sicherheit noch irgendein Kaninchen aus dem Hut ziehen. Man muss höllisch aufpassen. Wirklich, bleibt klein, das hat anders keinen Sinn. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.